Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Das ist eine pakistanische und indische Küche. Heute möchte ich euch ein leckeres Reisgericht mit grünen Bohnen und Kartoffeln vorstellen. Dieses Gericht heute bildet 4 Portionen. Ich beginne damit, die Bohnen in kleine Stücke zu schneiden. Anschließend lege ich diese in Wasser ein. Bei dem Gericht heute habe ich viel Gemüse und im Verhältnis weniger Reis benutzt. Ihr könnt das Gemüse aber auch reduzieren. Außerdem habe ich eine große Kartoffel genommen, klein geschnitten und diese dann auch zu den Bohnen gelegt. Hier habe ich 200 Gramm Basmati-Reis genommen, diesen gründlich gewaschen und anschließend für mindestens eine halbe Stunde eingeweicht. In einen Kochtopf oder Pfanne gebe ich nun zu etwas Öl eine mittelgroße Zwiebel, die wir leicht braun anbraten. Auch gebe ich 2 Knoblauchzehen sowie etwas Ingwer recht grob gehackt zu den bereits braun angebratenen Zwiebeln. Die Ingwer und Knoblauch braten wir nur 40 bis 50 Sekunden an. Nun schalte ich den Herd kurz aus, da ich meine Gewürze hinzugebe und diese ansonsten verbrennen. An Gewürze gebe ich hinein Kreuzkümmelpulver, Currypulver, Lorbeerpulver sowie optional auch Chiliflocken. Den Herd schalte ich erneut an und gebe jetzt eine geschnittene Tomate sowie mein Gemüse hinzu. Bei mittlerer Stufe koche ich das Ganze mit Deckel nun so lange, bis die Kartoffeln durchgekocht sind. Ich gebe 1,5 Teelöffel Salz auch hinzu. Extra Wasser braucht ihr nicht dazu geben, weil die Flüssigkeit der Tomate reicht vollkommen aus für den Garprozess. Nach 15 Minuten sind unsere Kartoffeln 80% durch. Und wir geben nun unseren Reis hinzu. Auch Wasser kommt nun dazu. Wasser sollte im Verhältnis doppelt so viel wie der Reis sein. Oder ihr gebt einfach so viel Wasser hinzu, bis der Reis komplett bedeckt ist. Das Ganze wird nun bei höher Hitze so lange gekocht, bis das Wasser verkocht ist. Den Herd nun ausschalten und dieses Gitter unter den Topf legen, sodass der Reis nochmal schön ziehen kann. Das Ganze kann nun mit einer Kräutersorte eurer Wahl garniert werden. Ich gebe hier frischen Koriander. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zubereiten. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Koch mit Sultana.